Nicht, dann ist Herr Warwick mit einem. Herr Kollatz, ich hätte noch eine Verständnisfrage zu den jüngsten Äußerungen des Verteidigungsministers. Dort hat er einerseits vollumfänglich bestätigt, dass das Taurus League authentisch ist. Gleichzeitig hat er aber das auch als Desinformationskampagne bezeichnet. Da würde mich fragen, was sieht denn in den Augen des Ministers, worin liegt in der Veröffentlichung eines ungeschnittenen Dokuments oder Audiomitschnitts, das die Bundeswehr selbst als authentisch bezeichnet, der Aspekt der Desinformation? Da sind ja schon viele Unterstellungen drin. Erstmal möchte ich klarstellen, dass es sich nicht um ein Leak handelt. Diese Nachlässigkeit bitte ich nicht zu tätigen. Es ist keine Information bewusst von innen nach außen getragen worden, sondern es handelt sich um einen russischen Lauschangriff, der zum Zweck der Zersetzung geführt wurde. Die Informationen sind danach zielgerichtet benutzt worden in der öffentlichen Debatte mit dem Ziel, wie das ja auch der Minister und andere deutlich gemacht haben, Menschen gegeneinander aufzubringen. Und genau dieses Ziel verfolgen wir auf keinen Fall. Das Spiel, so hat der Minister es gesagt, machen wir nicht mit. Und so ist das Ganze auch zu deuten. Es gibt keine Bestätigung von irgendwelchen Sachverhalten. Das deuten Sie da rein, ich nicht. Zusatz? Ja, also mit Bestätigung meine ich einfach nur, dass der Inhalt so bestätigt wurde, dass das alles korrekt war. Dann sagen Sie das bitte so, wie Sie es meinen. Gut, aber Herr Hebestreit, das fast aufschlussreichste in diesem Mitschnitt ist ja nicht das, was gesagt wird, sondern das, was nicht gesagt wird. Da würde mich interessieren, wie bewertet es denn der Bundeskanzler, dass dort ranghohe Luftwaffenoffiziere zwar im Plauderton darüber oder zumindest das durchspielen, wie man und mit wie vielen Taurus-Marschflugkörpern man die Kertschbrücke zerstören kann, aber in diesen gesamten 38 Minuten kein einziger Gedanke darauf verwendet wird, zu antizipieren, was so ein Vorgehen an Konsequenzen für die gesamte Sicherheit der Bundesrepublik verursachen könnte. Ich stehe jetzt vor der Herausforderung, über ein Gespräch zu reden, was ja nicht dafür bestimmt war, dass Sie und ich es hören, sondern es haben sich Fachleute über ein fachliches Thema unterhalten und wurden dabei von einem ausländischen feindlichen Geheimdienst belauscht. Und dieser Geheimdienst hat das dann öffentlich gemacht. So, und dann werden die Entscheidungen in der Bundesrepublik Deutschland von der Regierung und in dem Fall vom Bundeskanzler getroffen, was er für richtig hält, was geliefert werden kann und verantwortbar hält. Und das hat er getan und das tut er immer wieder. Und da gibt es eine ewige, ständige Abwägung. Und insofern ist das ein Punkt, den die Regierung und den die Politik bewegen muss, die ja auch verantwortlich ist dafür. Und militärischer Ratschlag ist militärischer Ratschlag und muss dann auch die militärischen Aspekte beinhalten. Aber eine vollumfängliche Darlegung ist, glaube ich, auch nicht Inhalt dieser Besprechung gewesen, unabhängig davon, von der Frage, wie ich das finde. Noch eine Verständnisfrage. Ich glaube, Sie haben beide jetzt davon gesprochen, dass es sich um eine russische Abhöraktion startet. Jetzt hat ohne Zweifel Russland diesen Audiomitschnitt veröffentlicht, aber zum Beispiel Ralf Thieles, der Vorsitzende der politisch-militärischen Gesellschaft in Deutschland, hat erklärt, dass es bisher eigentlich noch nichts dafür spricht, keine Belege, dass es Russland war, dass für ihn zumindest oder auch andere Experten, die in ähnliche Richtung argumentieren haben, durchaus auch westliche Partner in Frage kommen, die Olaf Scholz unter Druck setzen wollten. Da würde ich mich fragen, gibt es denn tatsächlich schon Belege, dass es ein sehr spezifischer Geheimdienst war, der diese Abhöraktion durchgeführt hat? Ich glaube nicht, dass ich von einem spezifischen, namentlich ein Land genannt habe. Ich habe von einem ausländischen feindlichen Geheimdienst gesprochen. Und ansonsten wünsche ich jedem viel Spaß damit, den Bundeskanzler unter Druck setzen zu wollen. Ich habe ja nur zitiert. Aber dann Herr Kollatz hat auf jeden Fall von russischem Abhör versucht. Da spricht er dafür, dass es da vielleicht mehr Informationen gibt, als der Öffentlichkeit bisher bekannt ist. Und vielleicht will er die ja mit uns teilen. Ja, ich bin da vielleicht auch unaufmerksam. Außer Ihnen ist mir niemand bekannt, der ernsthaft daran zweifelt. Frau Kollegin, ganz hinten. Und dann Herr Jessen. Schröder, japanisches Fernsehen, NHK. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich so eine ähnliche Frage stellen wollte wie Herr Warwick. Aber, das ist ein freies Land. Entschuldigung. Nein, aber auch noch mal dazu. Gibt es dafür Belege, dass es Russland war? Gerade wenn man sagt, es war auf der Airshow in Singapur. Gibt es vielleicht auch Belege, dass es chinesische Geheimdienste waren? Oder?